Ich würde mal ganz vorsichtig schätzen, der Grund, warum Menschen weniger davon haben, als sie sich zutrauen, ist ein bisschen vielschichtig. Aber an der Oberfläche kann man vielleicht zwei Dinge herausheben. Erstens, die Menschen wissen nicht, dass Zukunftsmut eine Persönlichkeitseigenschaft ist, die gestärkt werden kann. Dabei können wir in unseren Experimenten und Studien genau das belegen. Klar, es gibt Persönlichkeitseigenschaften, die nicht willentlich zu verändern sind. Ich kann nicht zu einem Training gehen, um meine Körpergröße zu verändern. Aber es gibt eben eine Menge Persönlichkeitseigenschaften, an denen wir ernsthaft zu unseren Gunsten drehen können. Und dazu gehören zum Beispiel unsere Zuversicht, unser realistischer Optimismus, unsere Widerstandskraft und unsere Selbstwirksamkeit. Und diese vier, das sind Persönlichkeitseigenschaften, die den Zukunftsmut ausmachen. Das kann man belegen. Und noch besser ist es, Menschen darüber zu informieren, dass man es trainieren kann. Und das ist ja eines der zentralen Anliegen und eben auch der des Vortrages. Zweitens, Menschen glauben ganz selten, dass die Veränderung von Persönlichkeitseigenschaften überhaupt möglich ist. Einfach gesagt gibt es da zwei Ansätze. Und die eine Gruppe sagt so, oh, alles bleibt gleich, sobald ich 30 bin. Und diese Annahme, die gibt es auch wirklich, die ist ein bisschen älter. Die stammt vom Godfather of Psychology, William James, ist also frühes 20. Jahrhundert. Und die aber führt kurioserweise zu Erkenntnissen von Spotify. Das ist ein Streamingdienst, der stützt diesen Ansatz. Der Anbieter schaute, ab welchem Alter wir Benutzer Abstand von Musik nehmen, die jetzt gerade in 2020 produziert wird und uns in die Evergreen-Abteilung aufmachen. Und die konnten zeigen, das passiert im Schnitt mit 33 Jahren. Scheint also zu stimmen. Der Mensch wird zum alten Sack, sobald er es sich leisten kann. Aber es gibt wie immer eine andere Sicht der Dinge, sozusagen das Gegenlager, und dem gehören wir an. Und wir sagen das Gegenteil, nämlich, dass man sich zeitlebens entwickeln kann. Weil unsere Entwicklungsfähigkeit ist ein ziemlich komplexes Zusammenspiel von Biologie, individuellen Reaktionen auf Veränderungen und natürlich der Umwelt, in der wir leben. Und aus diesem Dreierspiel entwickelt sich Persönlichkeit. Und das ändert sich natürlich auch nach dem 30. Lebensjahr. Und deswegen können sich Menschen verändern. Und es gibt einen Grund, warum das ihnen keiner glaubt. In den Studien ist das so, dass unser Hirn sich total leicht damit tut, etwas Vergangenes zu erinnern. Und es sich sehr schwer damit tut, etwas Zukünftiges vorzustellen. Die meisten von uns können sich richtig gut daran erinnern, wie und wer sie vor 10 Jahren waren. Außer vielleicht Keith Richards. Aber deswegen können wir im Rückblick sehr leicht sehen, wie viel Veränderung passiert ist. Aber es fällt uns eben sehr schwer, uns vorzustellen, wer wir einmal sein werden. Und weil uns das so schwer fällt, fehlt uns der Glaube an den eigenen Zukunftsmut.